Hi, ich bin Ilka und ich möchte euch heute zeigen, wie man diese wunderschöne Shopper-Einkaufstasche nähen kann. Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch, weil es ist eigentlich gar nicht viel. Ja, wir starten als erstes mit diesem langen Träger, den wir verstürzen. Und zwar habe ich den einmal aus Kunstleder zugeschnitten und einmal für innen aus so einem Frottestoff. Könnt ihr natürlich auch Baumwolle nehmen. Und den Innenträger habe ich jetzt hier einmal mit einer Nahtzugabe versehen, weil mir der Stoff nicht gereicht hat. Ansonsten ist das natürlich hier im Bruch zugeschnitten. Und jetzt legen wir die beiden Teile rechts aufeinander und nähen erstmal diese Seite und diese Seite hier mit einem geraden Stich zusammen. Die beiden Teile liegen rechts aufeinander. Ich habe mir jetzt hier bei dem Kunstleder eine dickere Nadel eingesetzt. Und jetzt nähe ich die beiden Teile rechts und links einmal zusammen. Ja, das Ganze ist jetzt hier zusammengenäht. Ich habe die Nahtzugabe schon zurückgeschnitten. Das Leder hier ist ein bisschen fester als bei diesem. Deswegen, da muss man jetzt beim Verstürzen gleich mal gucken, wie wir da durch die Stelle kommen. Also, das heißt, ich stecke jetzt hier Stück für Stück, hole ich mir jetzt meinen Träger hier raus. Das geht aber eigentlich ganz gut. Und ziehe mir das jetzt mit Geduld und Spucke einmal auf die andere Seite. Und dann kann ich mir immer hier stückchenweise hier das rausholen und dann geht es eigentlich ganz gut durch. Ja, ich habe das jetzt auf die andere Seite gewendet. Also ein bisschen Geduld und Spucke und je nach Material verhält sich das immer wieder unterschiedlich. Und jetzt wird das Ganze hier abgesteppt. Durch den Frottestoff wird da rechts also praktisch so eine kleine Kante entstehen. Das ist hier bei dem aus Baumwolle jetzt nicht der Fall. Aber wir finden das jetzt irgendwie auch ganz schön und ganz lustig. Und jetzt steppe ich das jetzt mal an beiden Seiten knappkantig ab. Je nachdem, ob du den Stoff vorher schon ausbügeln kannst oder nicht. Ne? Also wenn du bügeln kannst, dann logischerweise das tun. Und jetzt steppe ich das Ganze links und rechts hier ab und gucke, dass ich da eben so eine schöne kleine Frottekante bekomme. Ja, der Träger ist jetzt vorbereitet. Und den legen wir zur Seite. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Im nächsten Schritt nähen wir jetzt hier diese Naht, also sprich von hier oben bis hier unten und dann nähen wir dann hier die Ecke bzw. den Boden ein. Also das heißt, ich habe jetzt hier mein Mittelteil, das ist ohne Naht, also im Bruch zugeschnitten und ich habe jetzt hier meine zwei Seitenteile. Und im ersten Moment lege ich das jetzt hier oben auf und nähe von hier oben bis zu diesem Punkt. Nähe ich das Ganze jetzt hier mit einem geraden Stich auf. Ja, ich habe jetzt bis hier genäht. Hier unten ist mein 1 cm Nahtzugabe offen. Jetzt nehme ich dieses Teil, drehe das einmal hier rum und nähe es rechts auf rechts an die andere Seite an. Also sprich, die zwei Kanten, die nähe ich jetzt auch rechts auf rechts. Also im Endeffekt schlage ich es einmal so rum und nähe auch hier wieder meine zwei Stoffkanten zusammen und lasse hier unten wieder 1 cm Nahtzugabe stehen. Das hier ist angenäht. Jetzt nehme ich meine Schere und schneide an der Nahtzugabe den langen, also das lange Innenteil, nicht den Streifen, einmal bis zur Nahtzugabe ein. Moment, das muss ich einmal so liegen, dass ich das jetzt sehe. Ja, also ich habe im Endeffekt hier den Streifen an der Nahtzugabe eingeschnitten. Das ist ein bisschen dreckig hier, aber das macht nichts. So. Und jetzt lege ich das Ganze hier rum und kann die gerade Seite hier abnähen. Und zwar zeige ich das an der Maschine, weil wir von Naht bis Naht nähen. Ich nähe jetzt hier von dieser Ecke, die lege ich mir jetzt hier unten ein, dann verriegele ich und nähe jetzt bis zur anderen Ecke, bis zu der Naht nähe ich das Ganze jetzt zusammen. Verriegel hier. So, und damit habe ich den Boden hier unten abgenäht, von der Seite aus gesehen. Und das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite. Jetzt ist der Boden oder beziehungsweise das Hauptteil der Tasche auch schon fertig. Ne? Und das Ganze machen wir jetzt, also gleiches Prinzip mit der Innentasche, nur dass wir dann hier in der Seitennaht so eine große Wendeöffnung lassen, dass wir es dann später noch auf die rechte Seite wenden können. Ja, dann machen wir gleich weiter. Ich habe jetzt die zwei
innen, also die zwei Beutelteile vorbereitet. Hier ist meine Wendeöffnung. Bevor ich da jetzt am Rand weitermache, muss ich jetzt erst mein Band, also mein Träger, hier rechts auf rechts einmal kurz feststeppen. Also ich mache das immer ganz gerne, dass es mir später nicht verrutscht. Das heißt, ich lege hier mein Band rechts auf rechts drauf und wie man sieht, ist hier wunderbar rechts und links passt es mit der Nahtzugabe und steppt es jetzt hier rechts auf rechts einmal knappkantig auf. Ja, der Träger ist jetzt hier angesteckt oder angenäht, ganz knappkantig. Und wenn ihr jetzt wollt, ihr könnt natürlich jetzt auch noch irgendwie was draufnähen oder, ja gut, im Zweifel hättest du es vorgemacht, da einen Plot draufbringen, je nach Material. Wir lassen die jetzt mal so ganz clean und stecken jetzt die andere Tasche rechts auf rechts bündig auf. Also rechts auf rechts, das heißt, ich stecke mir die Tasche jetzt, die Außentasche in die Innentasche. So, die treffen logischerweise meine Seitennähte aufeinander. Und dann nähe ich das Ganze hier rundherum in einem zusammen. Und wenn du jetzt später sagst, ich möchte hier einen Verschluss haben oder nochmal hier ein Band zum Zusammenknoten, dann musst du das logischerweise jetzt mit einfassen. Weil jetzt wird es ja zusammengenäht. Also, das heißt, Seitennaht, Seitenteile liegen aufeinander und dann lege ich das jetzt in die Maschine ein und nähe es rundherum zusammen. Ich lege jetzt hier auch meine Nahtzugaben schön auseinander, gerade bei dem Leder, dass es da so dünn wie möglich wird. Und jetzt stecke ich das Ganze rundherum durch und da ich ja die Wendeöffnung in der Seitennaht habe, kann ich das Ganze auch in einem Nähdurchgang schließen. Hier oben habe ich jetzt alles abgenäht. An den dicken Stellen könnt ihr sonst auch nochmal euer Handrad an der Maschine benutzen, wenn die Nadel, also dass die nicht abbricht, das immer mal ein bisschen testen. Im nächsten Schritt nehme ich jetzt hier meine Tasche und stülpe sie durch die Wendeöffnung auf die rechte Seite. Je größer meine Wendeöffnung, desto einfacher tue ich mir natürlich beim Drehen, gerade wenn ich jetzt wie hier ein bisschen steifere Stoffe habe. Und dann muss ich natürlich nachher ein bisschen mehr mit der Hand schließen, aber das ist auch kein Problem. So, dann habe ich die Tasche gewendet. Eigentlich ist sie so gut wie fertig. Jetzt stecke ich noch die Innentasche in die Außentasche. Jetzt muss ich gucken, hier beim Leder kann ich schwer bügeln. Also muss ich das jetzt ich könnte jetzt auf dem Baumwollstoff bügeln, muss gleich mal gucken, was das verträgt. Ansonsten ein Bügeltuch nehmen und dann bügeln wir einmal diese Naht hier aus, dass ich die jetzt wunderbar gleich mal absteppen kann. Ich habe jetzt hier angenäht und jetzt muss ich eben gucken, dass ich hier meinen Rand, also nicht nach außen, sondern nach innen, also dass der nach innen liegt. Und jetzt steppe ich das Ganze hier rundherum ab. Je nach Material kann ich dann das vorher noch bügeln oder nicht. Sonst, bevor ihr das wendet, auch nochmal die Nahtzugabe zurückschneiden bei dicken Qualitäten. Das hilft dann auch nochmal. Und dann wird das Ganze hier einmal rundherum abgesteppt bis zur anderen Seite. Ja, damit ist jetzt diese wunderschöne Tasche auch schon fertig. Ihr seht allein durch das Material, also schaut die Tasche schon einmal komplett unterschiedlich aus. Und wir haben jetzt gerade beim Nähen hier noch gesagt, aus den neuen Oilskin-Stoffen würde das wahnsinnig gut aussehen. Also da könnt ihr mal wirklich kreativ werden. Oder auch toll, ihr habt eine alte Jeans, schneidet die auseinander, dann könnt ihr da ein bisschen Upcycling machen. Also wir werden auf jeden Fall noch einige davon nähen und auch bebildern. Wer möchte, das ist auch eine schöne Sache, der kann sich hier auch noch Knöpfe zum Anschrauben anbringen. Diese Loks-Knöpfe sozusagen, da ist ein Werkzeug dabei und dann kann man die sozusagen hier einschrauben. Also man muss die gar nicht irgendwie mit einem Spezialwerkzeug anbringen. Das ist auch noch eine wunderschöne Sache, würde jetzt zu dieser Tasche auch gut passen. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, freue ich mich natürlich über ein Like und dann mal nix wie ran an die Nähmaschine.